Gehirn ist weg. Ja, aber das ist noch nicht alles. Das ganze Rückenmark ist auch weg. Das ist doch unglaublich. Sieht aus, als wäre ein Kopfvampir am Werk. Kommt dieses Untier von einem anderen Stern oder aus einer anderen Welt? Diese Männer wissen, wenn es ihnen nicht gelingt, es zu vernichten, sind sie verloren. Das Bild schwindet, Herr Oberst. Es geht schon wieder los, dieselbe Störung. Wie soll man diese unsichtbare Macht aufhalten, deren einziges Erkennungszeichen ein unheimliches, grauenhaftes Geräusch ist? Nur zwei Menschen gibt es, die diesem Mann helfen könnten, ein Abwehrmittel gegen das Ungeheuer zu finden. Dieses Mädchen, die vielleicht eine Spionin ist, und der Wissenschaftler, der zum Zerstörer der ganzen Menschheit werden kann. Wir haben eine neue Form des Lebens vor uns, die niemand von uns versteht. Ich bin überzeugt, die Lebensgrundlage dieses Wesens ist die Atomstation. Das ist furchtbar. Wir müssen etwas tun! Es gibt nur einen Weg, die Atomstation außer Betrieb setzen. Wenn ich durchkomme, sprenge ich den Kontrollraum in die Luft.